So, diesen klitzekleinen Ort von Opatia dort hinten Richtung Rijeka hier vorne. Dort hinten ist Rijeka. Und hier sind dann so diese kleinen Vororte. Sind wir jetzt gewandert, also ein ganz schönes Stück. Aber diesen klitzekleinen Fischerort hier oder das Fischerdörfchen, eine Sekunde, ich muss bis auf den Zwerg warten, möchte ich euch unbedingt zeigen. Das ist so niedlich. Schade nur, dass heute die Sonne nicht so wirklich scheint, weil das Wasser hier ist auch wirklich, wirklich schön sauber. Das sieht man wahrscheinlich. Ja, das sieht man, wie schön sauber das ist. Aber der Ort ist total nett. Also das ist alles hier schon, dieser kleine Weg. Ist natürlich nicht alles offen, aber ein bisschen was ist offen. Ganz, ganz hübsch. Also wenn ihr in Opatia seid, dann wirklich mal Richtung Rijeka hinlaufen. Da kommt ihr, wenn ihr unten am Wasser lang lauft, auf alle Fälle hier vorbei an dieser klitzekleinen Bucht. Also wie, ja, sowas Kleines, glaube ich, habe ich auch noch nie gesehen. Fajana ist ja süß und klein, aber das hier ist schon noch ein Ticken kleiner. Oben seht ihr dann auch gleich noch die Kirche, zeige ich euch auch noch. Ganz, ganz nett. Werden wir dann auch gleich eine Pause machen, irgendwo was trinken. Und dann geht's wieder zurück. Ganz gemütlich drin, die kleinen Sofas, wirklich schön. Und dann alles überall so diese Treppen oben in den in die Altstadt rein. Altstadt ist gut, in den Ortskern. Wahrscheinlich gibt es da 5 Häuser mehr als hier unten. Hier vorne gehen auch nochmal Treppen hoch. Ganz nett, wirklich nett. So was Kleines. So. Also so ungefähr wie die kleinste Stadt der Welt, nur direkt am Meer, würde ich sagen. Ich sage euch auch gleich noch, wie das heißt, oder ich schreibe es euch in die Beschreibung mit rein. Ich habe vorhin geschaut. Ach, hier vorne. Jetzt sind wir am Schild vorbeigelaufen. Ja. Und das war's. Von hier hinten, diese Promenade, sind wir reingelaufen. Da habe ich nicht gewusst, dass hier noch ein Ort kommt. Ich hätte gedacht, wir kommen direkt in die Vorstadt von Rijeka. Oh, da hinten schaut es aber düster aus. Ja, und das war's. Also ist doch wirklich definitiv ein Spaziergang wert. So, dann mache ich euch hier oben nochmal einen Rundumblick. Auch wenn es dort hinten ein bisschen dunkel ausschaut. Aber schön ist es trotzdem. Bis zum nächsten Video.